Eine dicke Wolke hängt über Frankfurt, die Straßen so leer wie nie. 60.000 Menschen mussten am 3. September ab 6 Uhr morgens ihre Wohnungen verlassen. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Denn direkt neben dem Campus Westend der Goethe-Universität wurde eine Fliegerbombe entdeckt. In einem Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort darf sich während der Entschärfung niemand mehr aufhalten. 72 Jahre schlummerte die Bombe unentdeckt unter der Erde, doch nur weil sie alt ist, ist sie leider noch lange nicht ungefährlich. Deshalb fand am Sonntag die größte Evakuierung statt, die es in der Bundesrepublik je gab. Polizei und Feuerwehr hatten einiges zu tun. Also das ist eine enorme Herausforderung. Natürlich gehen wir davon aus, dass der weitaus große Teil, also weit über 90%, sich selbst evakuieren werden. Das heißt, die gehen zu Freunden, Verwandten, wie auch immer, Familie. Das größere Problem ist die, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Das sind Patienten in Krankenhäusern, das sind oft Bewohner in Altenheimen oder auch, denke ich, ein Rollstuhlfahrer, der vielleicht jetzt nicht die Verwandtschaft um die Ecke hat, sondern da einfach Hilfe braucht, evakuiert zu werden. Die haben wir jetzt erfasst. Allein das ist eine wahnsinnige Aufgabe und da müssen auch sehr viele Zahnräder gut ineinander laufen. Doch nicht nur Privathaushalte mussten geräumt werden, auch zwei Krankenhäuser und das Polizeipräsidium sind betroffen. Und sogar der komplette hessische Rundfunk darf während der Entschärfung nicht betreten werden. Damit Zuschauer und Hörer nicht auf das Programm der Sendeanstalt verzichten müssen, hat auch diese Institution vorgesorgt. Wir haben dann ja nicht nur keine Bürogebäude mehr, sondern wir haben keine Schalträume mehr, keine Studios mehr, keine Sendezentrale. Und wir haben halt dann auch gesagt, na gut, das HR-Fernsehen am Sonntag wird dann nicht so sein wie immer das HR-Fernsehen, sondern wir gehen halt dann auch live auf den Sender ab morgens um 6 und senden nonstop, natürlich mit hin und wieder ein paar Hintergrundstücken, die aus dem Archiv geholt werden. Aber im Wesentlichen werden die Kollegen live senden. Das sind tagsüber Christine Gesang und Andreas Gerke. Und wir senden natürlich Extrasendungen abends um 20.15 Uhr. Übertrieben ist die Vorsicht der Rettungsinstitutionen nicht. Denn die Bombe beinhaltet eine Sprengstoffmenge von knapp 1.400 Kilogramm. Da halten selbst die Experten Abstand. Die Entschärfung erfolgt per Fernsteuerung. Die meisten Anwohner dagegen nehmen die ganze Situation gelassen. Es ist nicht ganz direkt in der Nähe. Also ich habe keine allzu großen Sorgen, dass wirklich was passiert bei meiner Wohnung. Der schlimmste Gedanke wäre eigentlich, was ich jetzt mit meinem Studium anfange, weil der ganze Campus weggeblasen werden würde und wir einfach zu wenig Kapazität hätten, um das auf andere Campi, das ist der Plural, zu verlagern. Und deswegen wüsste ich halt nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, erstmal habe ich gedacht, na ja, ist halt normal, wird ja oft gefunden, so Bömpchen und so, aber das ist so ein Ausmaß hat, hätte ich nicht gedacht. Um 20 Uhr ist alles vorbei. Die Bürger dürfen wieder in ihre Häuser und Frankfurt kann wieder beruhigt zur Normalität zurückkehren.